Kannst du am... Aha, da sind wir schon. Letzte Anweisung. Danke. Vielen Dank, Timo. Also, machst du noch ein bisschen leiser? Bei Simonster ist es immer extra leise. Herzlich willkommen zu Simonster. Mit mir, Simon. Und dem Aquarium. Und nein, die Fische sind nicht tot. Die sind nicht im Himmel. Gibt es eigentlich für Fische einen Himmel? Das ist doch bescheuert, das ist doch kein Wasser. Dennis Richtarskis Aquarium, das ist der Himmel für Fische. Dennis Richtarskis, da ist die Hölle für... Ach so, okay, ich verstehe. Dennis Richtarskis Aquarium, da sind diese Fische, die eben noch hier waren für Simonster, hingekommen. Oh mein Gott, und ich höre gerade, wir haben kein Ingame. Das ist ja fürchterlich. Das brauche ich gar nicht übertragen, da brauche ich gar nicht drücken. Das wissen die selbst, dass es fürchterlich ist. Ich drücke nochmal, bevor wir hier allzu lange rumfriemeln, auf Option und gucke, ob ich vielleicht... Ach, weil er hier auch irgendwie eine andere Auflösung eingestellt hat. Und zwar hat er 640x480. Das ist nicht schlecht, aber hilft mir nicht. So, ich gehe mal ganz raus. Ich hoffe, die Regie ist vorbereitet, denn ich starte jetzt einfach nochmal neu. Hallo, Chat. Du musst die Auflösung entwärmen und ich muss entweder die Auflösung ändern in diesem Optionsmenü oder wenn das jetzt nicht klappt, dann können wir auch die Auflösung von dem Hintergrund einfach ändern. Aber es steht noch Fullscreen, es steht auf 1920. Ja, niedriger! Also das hier. Oder was meinst du? 700. Ja. Ja, okay, nehmen wir das. 1024, 768. Ich kann hier noch einstellen, aber das ist alles. Nö, schon alles richtig. Save und starten. Liegt daran, dass es eine Konsolenumsetzung ist für einen PC. Ah, holla die Waldfeder, kennt man ja mittlerweile einiges. Und dann auch noch für vom asiatischen Markt einfach nur relativ schnell rübergehauen. Geht's? Kommt was? Nee, immer noch nicht. Ach, scheiße. Okay, es tut mir leid. Wir konnten das in all dem Hin- und Herschalten eben nicht mehr. Kurz mal das Spiel wechseln, das hat uns irgendwie jetzt echt rausgebracht. Wir konnten es nicht mehr ausprobieren. Oh, ich kann hier noch was einstellen, dann mache ich das nochmal. Und zwar kann ich hier die Auflösung auch nochmal höher schrauben. Vielleicht sehen wir jetzt in der Regie was. Das ist ärgerlich. Tut mir echt leid, Leute. Aber wir kriegen das zusammen hin. Jetzt geht gar nichts mehr. Scheiße. Ich kann aber leider auch nicht, wir haben 10. Könnte ich eventuell Bioshock spielen? Weil das war eigentlich mein nachfolgendes Spiel. Nein, das geht nicht, höre ich nur. Nein, das geht nicht. Was? Ich habe euch leider nicht ganz verstanden. Was geht? Es geht? Ja, hab verstanden. Was sagt der Chat? 64480 klingt nach Next Gen. Ja, das ist wahr. Ist wirklich ein nettes Spiel, aber spielt unter Wasser und es war gerade günstig beim Steam. Weiß ich nicht, was für ein Sale das war. JRPG-Sale. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Zum Glück bin ich Meister des Taskmanagers. Ich weiß nämlich, wie er aufgeht. Selbst beim neuen Windows. Und dann hack ich. Versucht das lieber nicht zu Hause, ihr zerhaut euch die Auto-Echse. Aber ich weiß genau, was ich hier mache. Und dann repariere ich das, den Rechner, und danach schlafe ich mit der Frau, die mich gerufen hat. Und jetzt versuche ich hier, nee, geht immer noch nicht, du Dreckspiel, du gemeines, da wollte ich einmal den japanischen Markt pushen und die unglaubliche Macht von Rocket Beats TV nutzen, um euch, und dann geht es nicht. Warum geht Neo Aquarium nicht? Ich stelle mal die Auflösung auf 640x480, hä? Wäre das mal eine Möglichkeit? Soll ich das mal probieren? Bildschirmauflösung. Jetzt gehen wir wirklich oldschool. Seht dabei zu, wie das Bild immer pixeliger wird. Ach du Scheiße, es geht nicht kleiner. Deswegen geht es wahrscheinlich nicht. Ich kann hier gar nicht niedriger stellen als 1024 mal 768. Jetzt könnte daran liegen, dass verdammt. Andere Herzzahl, stimmt, damit haben wir auch öfter Probleme. Ja, okay. Die Menschheit schaut gebannt zu. Was wird er machen? Die unerbittliche Hitze brät ihm die Birne platt. Wird er in den Optionen noch eine Umstellung finden, die diese Situation rettet? Das sieht doch eigentlich aus, wenn ich das jetzt wähle, als wäre alles richtig, oder? Ich habe dann Auflösung im Spiel richtig. Und Anti-Aliasing mache ich vielleicht auch mal aus. Das ist vielleicht zu hardcore. Zu viel Hardcore-Shit für dieses japanische Mistspiel, möchte ich schon fast sagen. Dabei habe ich es noch nicht mal gespielt. Ich könnte auch Windows probieren. Wie wäre es denn damit? Also, ich spiele lieber mit Taskleiste als gar nicht. Ich will jetzt wissen, was hinter Neo Aquarium steht. Seht ihr das, Regie? Kriegt ihr dieses Bild? Hallo, hallo, hallo.
Nein. Wie, jetzt auch noch nicht? Okay, jetzt ist vielleicht auch irgendein Kabel bei uns kaputt. Warum geht das denn da nicht? Das ist ja ungewöhnlich. Okay. Ich habe nicht zugehört. Was hat er gesagt? Nochmal wiederholen. Ah, okay, ich sehe es. Ich sehe einfach nur Teststreifen, ein Testbild. Was soll mir das sagen? Na gut. Ah, okay, dann geht's. Wenn das weg ist und das Spiel da ist, dann geht's. Wunderschön, dass wir euch haben, Regie. Jetzt wird's aber echt langsam blöd. Jetzt stelle ich nochmal hoch. Wir machen das jetzt richtig. Ich stelle nochmal hoch und dann versuche ich nochmal mit einer höheren Auflösung zu starten. Ich kann natürlich auch was anderes spielen. Es ärgert mich, aber dann halt nicht. Dann muss ich das beibehalten. Dann muss ich es eben ändern und ein andermal Neo Aquarium King of Crustaceans spielen. Aber gleich werde ich mir noch einen Trailer angucken, zumindest um das noch zu machen. Okay, ich drücke auf Spielen. Ich drücke auf Option, Spielen. Ihr könnt das ruhig zeigen. Das ist die harte Arbeit eines Vollzeit- und Vollblut-Redakteurs. Ich mache jetzt auf Windows. Auflösung, soll ich 640x480 einfach mal machen? Okay. Das scheint die natürliche Auflösung des Spiels zu sein. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay, wir haben was. Regie, seht ihr auch was? Es ist ein winziges, kleines Drecksbild. Wenn ich jetzt, ich weiß ja nicht, ich kann hier mit den altbekannten Shortcuts leider nicht auf Vollbild machen. Das geht normalerweise. Du willst es nochmal wissen. Timo, willst du nochmal wissen? Ich glaube, es geht nicht. Warte mal ab. Was mache ich hier? Fullscreen? Save? Und spielen. Bitteschön. Ich warte nochmal ab. Nee. Tut mir leid. Ja, das war aber ein netter Versuch. Aber es will nicht. Es soll einfach nicht sein. Jetzt muss ich wieder den verdammten Taskmanager aufmachen. Ich muss kurz hacken. Eine Sekunde. Hacky, 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 hack. Da ist der Simon wieder. Ah nein, okay, ich muss in den Optionen jetzt wieder umstellen. Wir haben es gleich. Bitte bleibt dran. Bitte schalten Sie nicht zu den anderen, viel besseren Streams, die im Moment laufen. Sie wissen dafür nie, was hier passiert. Dieser Stream, da kann gleich noch irgendwas durch die Decke crashen. Ein Meteor und dann nehmen wir den Kontakt auf zu Aliens. Denn nur wir sind um diese bescheuerte Zeit noch live und deutsch. So, wir haben jetzt dieses Bild. Die Regie muss jetzt einfach damit leben. Ich kann hier leider nichts mehr ändern jetzt. Kriegt die Regie denn ein Bild? Bitte? Okay, sie scheint ein Bild zu kriegen. Okay. Oh Mann, wir sehen dasselbe Fenster. Ich stelle mal die Auflösung jetzt ein bisschen höher. Stelle sie ein auf 1024 mal 768. Seid ihr bereit? Ja, gib Gas. Gib Gas, ey. Wo bist du denn aufgewachsen? Ich drücke Play. Es ist größer geworden. Das Bild ist größer geworden. Soll ich noch höher gehen? Probier es aus. Ihr seid knallhart, Regie. Ihr seid wahre Teufelskerle. Okay. Oh Mann, jetzt gehe ich auf Vollbild. Das ist zu viel, oder? Vollbild ist nicht gut. Ich mache 1280 mal 960. Seht ihr das? Das ist ja eine Freche. Da ist der Fehler. Alpha-Tester Simon zu Diensten. So ein Scheiß. Was ist das für eine Fehlermeldung? 2DFEFN. Mit der Fehlermeldung versus / vs.vs.png. Da fehlt ein Bild. Und deswegen stürzt du ab. Na, vielen Dank. Aber jetzt wissen wir, was Sache ist. Das finde ich jetzt wirklich toll. Kann ich das jetzt einfach so weitermachen, wie wir es gerade eingestellt haben? Okay, dann können wir gleich spielen. Die Regie muss nur laut ranzoomen. Laut ranzoomen. Muss nur schwer ranzoomen. Okay, wir schaffen es. Warum kommt jetzt kein Spiel? Es kommt kein Spiel. Das ist einer der deprimierendsten Momente meines Lebens. Windowed. Dann fange ich eben noch mal ganz klein an. Jetzt, wo wir wissen, wie es geht. So. Oh. Ich bin völlig erschöpft. Okay, wir haben es. Wir haben das Bild. Ich stelle es um.
Und vielleicht können wir da noch 5 Minuten dieses blöde Spiel spielen, was ich lieber nie runtergeladen hätte für, weiß ich nicht, 5 €. Die hätte ich lieber dem Carsten gegeben, weil der hier dieses Ding reingerollt hat. Oh Leute, ich hab's in extra groß. Seht ihr das? This is crazy shit. Okay, ich hab's. So, wir können spielen. Zum Glück, Controller geht ganz sicher nicht, doch er geht. Na gut. Herzlich willkommen. Das schneiden wir später raus. Herzlich willkommen zu Seamonster. Wir spielen heute Neo Aquarium. Ein Spiel, zu dem ich echt wenig weiß. Ich nehme an, man spielt ein Spiny Lobster. Oder irgendwas in der Art. Ich kann ja wirklich hier, so, das ist meine Charakterauswahl. Boah, ist das hässlich. Will ich eine Krabbe sein? Will ich einfach so ein angeklebtes Ding sein? Also, was ist das? Carsten, was ist das? Was ist das? Muschel? Korn? Eine Kornmuschel? Das ist ja absurd. All diese Sachen gibt es doch gar nicht. Ihr lügt mich doch an. Unter Wasser gibt es solche Sachen nicht. Eine Froschkrabbe, eine Schneekrabbe, eine Spiny. Okay, es geht auch nicht sehr um Lobster. Wir nehmen mal irgendwen. Ich habe so keine Ahnung. Ich dachte, das wäre ein Rollenspiel. So wurde mir das verkauft. Na gut, wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Fängt schon wundervoll an. Da denkt ihr euch jetzt, Mensch, zum Glück bin ich dran geblieben. Der Simon hat was versprochen und er hat delivered. Der hat delivered, Mann. Ach, gedämpfte Huscheln. Ja, so, hier wird halt was, bla, Neo-Aquarium-System, weltweites Phänomen. Aha, was ist denn das Neo-Aquarium-System? No, wait, they totally have. Okay, radical changes. Ich habe das Gefühl, da will mich jemand trollen mit diesem Text. Da geht es hier um hartgefrorene Kartoffeln und ich wähle am Anfang mir irgendwelche Lobster aus. Und immer wieder dieses eine bescheuerte Bild. Oh mein Gott, ich habe hier wirklich Mist gekauft. Jetzt langsam kommt es mir, wird es mir klar. Oh Gott, ich kann vorspulen. Vielen Dank. Ja, we hope you learn your lesson. Die habe ich wirklich schon gelernt. Okay, wir starten ein Spiel. Bitte geht nicht weg, durchlebt das mit mir. Ich kann das nicht alleine machen. Seid ihr verrückt? Ich muss es noch eine Dreiviertelstunde lang spielen. Oh mein Gott, was habe ich da nur getan? Ihr habt mir das auch noch empfohlen über Twitter und habt gesagt, das sollte ich mal spielen, das ist im Angebot. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach shit. Hold. Und jetzt... Jetzt habe ich ihn getötet. Da ist aber noch eine kleinere Krabbe drin. Das ist ja wie beim Batmobil. Aber eine kleine Krabbe. In der großen Krabbe ist eine kleine Krabbe. Abgefahren. Okay, ich muss hier wirklich erstmal ausprobieren. Ich gehe mal zurück. Hier wird es ja auch schön erklärt. Ich habe Y, X. Aber gleichzeitig... Uiuiui, ist die Steuerung und die Kamera fürchterlich. Immerhin kann ich das fixieren mit L. Kann ich das wirklich? Nee. Da geht die Kamera hoch. Und jetzt geht sie mehr nach unten. Okay, das ist wohl die Kamera L und R. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist hier absoluter Wahnsinn. Und dieses Spiel wird verkauft über öffentliche Netzwerke, sodass Leute, die vielleicht einfach mal kurz nur was kaufen wollen und denken, ach Krabben, lustig, dass sie dann wirklich das dann haben? Also als Spiel? Und was machen die dann damit? Also ich meine, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde und ich fühl mich getrollt und weiß nicht, was ich machen soll. Oh Gott, you lack the power for that skill. Okay, ich drück mal R. R1, deploy, explanation, press any key. Muss ich vielleicht hier mit Maus spielen? Nee, das ist wirklich ein Controller-Spiel. Naja, die Krabbe schießt ihre Körperteile ab, scheint anatomisch... ein normaler biologischer Vorgang zu sein. Ich nehme an, dieses Spiel hat das nachgeprüft. Und ich halte einen Button, dann seht ihr unten Level 1, 2 und 3 und dann lasse ich los! Und dann macht die Krabbe eine Schallwelle. Und wenn ich R drücke, habe ich verloren. Okay, also R nie drücken. Schon mal die erste wichtige Regel in diesem Spiel. R nie drücken. Das ist der Verlier-Button.
Hui, das war ein Riesenspaß. Komm, wir machen noch eins. Oh Mann, ey. Shit. Und aus diesem Grund probt man die Sachen vorher. Ach. Ich wollte aber diesen Spaß, ich meine, ich wusste, dass es ein Rollenspiel wird. Ich dachte, oder ich habe gedacht, es wäre ein Rollenspiel. Und ich wusste, dass es irgendwie lustig und konfus wird. Aber da hätte ich jetzt wirklich, ich wollte es halt irgendwie die erste Reaktion auch für euch aufbewahren. Und jetzt stehe ich hier und frage mich echt, ob das schon alles sein soll. Ist das schon alles Spiel? Habe ich hier diese Krabbe? Das hat wirklich nur 5 Minuten gedauert, sowas zu bauen. Okay, aber ich kann immerhin. Ach, wie kann ich denn? Warum kann ich die Kamera nicht wirklich? So, okay, ich drücke L. Dann kann ich hier die Kamera drehen. Auch nicht. Wie kann ich denn die Kamera drehen? Ihr seht ja oben. Nö, kann ich nur laufen mit. Hier wird sogar extra noch. Hier gibt es extra ein Feld, Leute, was mir anzeigen soll, was ich machen soll. Und wenn. Ich raff's nicht. Turn camera ahead. Ich drücke links und rechts und sie läuft links und rechts. Digital ist auch keine Reaktion. Und der analoge rechte, der macht auch nichts. Okay, ich kann deployen. Breakaway, ranged attack. Oh Gott, der Chat muss mir helfen. Oh Gott, der Chat, bitte hilf mir. Da steht doch. Lies dies bitte durch, Simon. Das ist keine Hilfe. Mir sagen, dass hier was steht, was ich sehe, ist keine Hilfe. Ich brauche bessere Hilfe. Sowas wie drück, du musst Timing oder so. Du musst Kombos machen. Dieses Spiel hat Folgendes zum Ziel und so. Ist diese Muschel mein, ist das mein Gegner? Ist die wehrlose Muschel gerade mein Gegner? Wie? Ja, das doch, aber das kann ich doch nicht einfach machen. Na gut, dann, das kann sicher nicht so gedacht sein. Ich drücke X und die Muschel wird rot und stirbt. Und jetzt kommen die Schaben dran. Auch die Schaben können nichts machen. Sie sind komplett wehrlos. Na gut. Mein Revier. Und jetzt? Da geht ein Arm, geht flöten. Und ich drücke die ganze Zeit alles Mögliche, um die Kamera zu drehen. Und alles, was sie macht, ist nach oben gehen. Und da steht, hier kommt auch manchmal so ein Turn Camera. Da, ich habe gar nichts gemacht gerade. Kamera hat sich einfach verändert. Oh Gott. Okay, ich halte mal B gedrückt. Da steht sie auch. Und dann kann ich mich verpuppen und meine Schale abwerfen. Das ist wunderbar praktisch, wenn ihr tagsüber arbeiten müsst, also wenn die Krabbe morgens einen Job hat und dann nachts hat sie irgendwas, wo Anzug, Garderobe und so erforderlich ist, dann kann sie da einfach in die entsprechende Ersatzschale schlüpfen. Die hat dann zum Beispiel eine Fliege oder eine Krawatte. Aber das ist halt auch blöd für den Krebs, weil der hat keinen Hals. Aber soweit sind die nur nicht. Etikette ist ihnen wichtiger als Sinn. Ich laufe hier rum und ich weiß wirklich nicht, wo eigentlich ein Gegner ist. Ich komme mir vor wie der dümmste Mensch der Welt. Was macht der Chat? Warte, konnte man die Muschel nicht auch als Charakter nehmen? Genau, ja. War scheinbar ein Gegner. Oh Gott, da ist dieses Aquarium-Spannender. Ohne Scheiß können wir einfach Vollbild aufsagen. Ach, habt ihr schon. Finde ich gut. Hier passiert nichts. Schaltet einfach erst wieder ins Spiel, wenn da irgendwas Relevantes passiert. Oh Gott. Turn camera ahead. Oh, da sind noch mehr Muscheln. Das sind wirklich einfach noch mehr Muscheln. Aber gut, und noch mehr. Wollt ihr mich denn verarschen? Da sind wieder dieselben Schaben und dieselben Muscheln. Ich bin doch nur einmal wie so ein Goldfisch, bin ich einmal in meinem Aquarium rumgelaufen. Warum hat mich niemand vorgewarnt? Ich wette, dass die Leute, die mir das gesagt haben, auch das Spiel niemals angefasst haben. Ihr habt euch nicht mal einen Trailer davon angeguckt. Das weiß ich doch. Ich werde als nächstes auf jeden Fall mal die Muschel wählen und einfach gucken, was ich da als Muschel mache. Ich dachte, man ist so ein bisschen auf dem Meeresgrund und kämpft gegen Tiere und kriegt dann Level-Ups und so. Aber ich dachte nicht, dass es nur so kleine Arenen sind. Ich dachte, man ist so ein bisschen Open World und kann einfach den Ozean erforschen. So ein bisschen wie auch der Gedanke dieser Rubrik. Okay, Level 2 Muschel, die du einfach nur unschuldig darum sitzt. Du hast mir nichts getan. Aber das ist das Gesetz der Straße, der Unterwasserstraße. Ich bin die Bloods und du bist die Crips. Die kommen wieder. Verdammt, sie haben die Power der Vervielfältigung. Das geht sehr schnell. Moment, wenn ich sie jetzt alle wegdrücke. Ja. Ich mache übrigens nichts an der Kamera. Sie springt von sich aus. Einfach die ganze Zeit irgendwo hin. Ich drücke hier gerade nichts anderes als immer wieder X. Aber warum nicht mal Y? Stimmt, kann man auch mal wieder machen.
Ja, Laserschüsse. Die gemeine Laserkrabbe ist besonders bei Techno-DJs sehr beliebt. Das sieht so abgefahren aus. Ich finde das fast cool als Ansatz. Aber wo wird es benutzt? Wofür? Oh mein Gott. Neo Aquarium Return of the Crustaceans ist der Titel. Ich weiß ihn tatsächlich immer noch. Und ich werde ihn nie mehr vergessen. Das ist auf einem Level, finde ich, mit Pokémon Channel. Und ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn ihr jetzt einfach Twitch leise machen würdet. Ganz leise. Füllt den Mantel des akustischen Schweigens über diesen Stream, aber macht ihn bitte nicht aus. Und dann macht ihr ganz leise und dann geht ihr auf YouTube und dann gebt ihr ein, Simon muss Pokémon Channel testen. Und dann seid ihr eigentlich, dann seid ihr nicht besser dran. Aber es ist halt was anderes. Immerhin. Okay, ich habe jetzt alle Muscheln erledigt. Wie kann ich bitte hier raus? Da muss doch bitte mehr, es muss doch noch mehr hier sein. Connect to Neo Aquarium. War das Vorspiel? Wie ist dann das richtige Spiel? Okay, das Connecten scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht ist es auch irgendein Online-Modus, der schon seit Jahrtausenden abgestellt ist, weil sich die Entwickler ertränkt haben in ihrem eigenen Süßwasser-Aquarium. Ja, vielleicht bin ich jetzt auch connected und warte auf einen Gegner. Oh, seht ihr die Muscheln? Haben eine Evolutionsstufe durchgemacht. Oh, da kommt ein Gegner. Super, das machen wir. Und haben jetzt so kleine blaue Quallen oder so aus sich raus. Seht ihr, was ich mache? Ich drücke einfach nur. Ich kämpfe mit meinen Lasern gegen diese harmlose Krabbe und ich schieße auch die ganze Zeit so Stacheln ab. All das sind Sachen, die echte Tiere niemals machen. Aber hier ist das okay. Ich lade mich auf. Oh Gott, nein, ich bin voll in die Schussbahn. Das ist nicht gut. Wie kann ich den töten? Ich habe noch keinen Weg gefunden irgendwie. Das scheint ihm nicht viel anzuhaben. Oh, das sind Seesterne. Nein, Seeigel, Mann. Irgendwie gibt es Sachen, jeder hat die. Die verwechselt man immer. Bei mir sind es Seeigel und See... Seeigel und Seestern. Oh, und diese super Würste. Kennt ihr die Würste? Die kennt ihr. Wenn ihr mit dem Boot irgendwo im Urlaub auf so über so 5 bis 10 Meter hohem klarem Wasser mit dem Boot fahrt, dann kennt ihr diese Würste. Diese dicken Fleischwürste. Die einfach so rumliegen. Das sind die Katzen des Meeres. Ich weiß nicht, wer sie füttert. Ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Aber sie liegen zumindest schon mal auf dem größten Katzenklo der Welt. Nämlich einfach dem Meeresboden. Und sie pennen den ganzen Tag. Oh Mann, ihr seht, es ist knapp. Also ich labere die ganze Zeit, aber ich weiß zumindest auch, wann die Krabbe 8 geschlagen hat. 8 Beine. Habe ich noch 8 Beine? Nee, ich habe mittlerweile... Ich weiß es nicht, ich kann es nicht zählen, es wuselt alles so sehr herum. Energie ist fast weg beim Gegner. Ich drücke einfach wahllos. Oh shit, jetzt habe ich verloren. Indem ich in irgendwas reingerannt bin. Aber das war vielleicht sogar... Nee, da steht CPU. Ich dachte für eine Sekunde, es wäre mein erster Live-Gegner gewesen. Das wäre schön gewesen. Huh, holla die Waldfee, 25 Minuten. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, wir wären vielleicht mindestens schon bei... Holla die Waldfee. Hui. Ich bin wirklich, als ich diese Reihe gestartet habe, habe ich gedacht, ey komm, Unterwasserspiele gibt es so viele. Supergeilen Shit. Kann man die ganze Zeit machen. Ich habe allein 3 oder 4 in meiner Downloadliste. Da kaufst du nochmal die 5 anderen, die man nicht kennt, und die 10 anderen, die man kennt. Und jetzt merke ich nach und nach, also wenn man nicht wirklich immer konsequent mit Bioshock anfängt und das dann eben auch wirklich um 23 Uhr macht, weshalb wir es jetzt noch nicht machen können, dann hat man echt auch teilweise wirklich Trash-Spiele. Also wirklich Mist, der auch wirklich unter Wasser gehört. Also mitsamt dem Studio, das entwickelt hat, einfach komplett oben, also alle Fenster so abdichten von dem Entwicklerstudio und oben einfach Wasser reinlaufen lassen, so lange, bis Ruhe ist. Es ist für alle besser, wirklich. Puh. Was nehme ich jetzt für einen Gegner oder für einen Charakter? Nehme ich vielleicht die Muschel? Mal gucken, wird es dann besser? Ich bezweifle es. Kann ich hier überhaupt noch was ändern? Warum kann ich denn nicht mal aus dem Menü raus, Leute? Ich will doch nur aus dem Menü raus. Ich will aber nur zurück. Und sie haben mich voll gewarnt. Sie haben mich im Text gewarnt, dass man sowas nicht machen sollte. Also Sachen wie dieses Spiel spielen. Return to Title Screen. Das war der Story Mode. Das war der Story Mode. Zum Glück gibt es noch einen Free Battle Mode und Network Battle. Und das war's. Vielleicht, also der X-Mode, nehme ich an, kommt erst, wenn man den Story-Mode durchgespielt hat. Und Free Battle ist vielleicht jetzt noch ein bisschen was online oder einfach wahllos gegen Leute, so ein bisschen wie Royal Rumble unter den Krustentieren, ich weiß es nicht. Bevor wir jetzt aber wirklich
bevor wir eine kleine Pause machen, danke Regie, ihr rettet mir den Arsch und ich vielleicht ein anderes Spiel mache. Vielleicht gucken wir uns noch kurz das da ein Match an, aber ich würde jetzt nicht all meine Krabben darauf setzen. Ich würde gerne noch was zeigen, und zwar einen Trailer dazu. Ich bin mir sicher, dass der Trailer dazu viel mehr aussagt, als das, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Das mache ich noch schnell. Da ist er. Der Final Trailer zu einem Spiel dieser Güteklasse. Gab es sicherlich mehrere. Den Teaser-Announcement-Trailer, den Teaser-Trailer, den Announcement-Trailer, den Trailer-Trailer, den Trailer 2, 3 und 4. Warum sieht das so viel besser aus als alles, was ich gerade gesehen habe? Weil die Auflösung bei 240p haben. Da könnte man natürlich viel erzählen. Das ist echt krass. Die haben einfach nur die Krabben, lassen sie einmal irgendwie so langlaufen. Aus einer Kameraperspektive, die ich niemals erreicht hätte. Weil die Kamera alles will, nur nicht stylisch aussehen. Und dann hier, okay, da kannst du dich... Ah, deswegen haben die auch gegen mich mehr oder weniger einen guten Kampf geleistet, weil sie eben sich immer vermehrt haben. Das hier ist ein Wurm, den werde ich gleich nochmal ausprobieren. Aber die Krabbe ist ja wohl mal das allerletzte. Die gebe ich mir heute im Burger. Das, sowas wollte ich haben. So schöne Vierer-Matches mit mehreren Gegnern. Da geht's hier hin und her. Und man kann kaum was erkennen. Gut. Mehr Action, als ihr hier jemals zu sehen kriegen werdet. Vielleicht werfen wir gleich noch einen Blick rein. Aber im Ernst, ich weiß es nicht. Ich bin völlig schockiert von dem, was ich gerade gesehen habe. Ich bin echauffiert. Viele Irrs. Und auch ein bisschen angepisst, dass ich es wieder nicht gemerkt habe. So ein Vollidiot. Nächstes Mal spiele ich die Dinger Probe und lass mir das von euch nicht einfach empfehlen. 5 € habe ich dafür bezahlt. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was hätte man dafür Geld, mit dem Geld mal alles machen können? Tschüss.